Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich hier bin der Sashi und der da, der simultan Playback vortäuscht, ist der, wie heißt er noch? Rüdiger. Rüdiger alias Till alias Marionette. So, ja, und wir sprechen heute über den 28. Dezember. Wie hast du eigentlich Weihnachten verlebt? Ruhig. Hast du viel gefressen wieder? Natürlich, wie immer. Natürlich, ja. Ich habe dieses Jahr mal versucht, nicht so viel zu fressen. Ist dir nicht geglückt? Nee, es ist beim Versuch geblieben, ja. Ja. Und am 28. Dezember haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Oh, aber hallo. So 1984 war es, da ist er in Düsseldorf quasi blitzartig aus seiner Mutter rausgeschossen und hat dann mit Golfspielen angefangen. Und zwar Martin Keimer. Kenne ich gar nicht. Ich auch nicht. Martin Keimer, was hat er denn so gemacht? Als Golf gespielt. Ja, aber war er irgendwie erfolgreich oder was? Ich weiß es nicht. Ja, wie, weiß ich nicht. Er war, also nach Bernhard Lange war er wohl als zweiter Deutscher die Spitze der Weltrangliste. Na, das ist doch was. Also scheint er wohl... Scheint wohl erfolgreich gewesen zu sein, ja. Ja. Martin Keimer? Martin Keimer. Martin Keimer, okay. Mhm. Martin Keimer... Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Golfst du noch oder hast du noch Sex? Ist das so ein Vorurteil von dir gegenüber Golf? Ich habe unheimlich viele Vorurteile und Golf bei Golf ist es ganz groß. Ja, bei Golf hast du keinen Bock drauf oder was. Naja, auf jeden Fall, Alkoholismus habe ich seit Weihnachten mitgetragen, weißt du? Seit Weihnachten. Du musst dich ja auch quasi vorbereiten jetzt. Ja, für Silvester. Silvester, ja, also steht vor ist der ja so, wenn man an Weihnachten anfängt zu saufen, 24, 25, 26, am 27., 28. heute das beibehält, am 29., am 30. auch beibehält, dann ist man fit für den 31. Und dann kann man oder im Krankenhaus. Dann kann man, ja, oder im Krankenhaus. Aber dann ist man am 31. fit, dann ist man nicht so, so anfällig für ein bisschen Alkohol. Verstehst du? Deswegen muss man so kontinuierlich trainieren. Das ist wie, als wenn du für so einen Marathon trainierst. Am 31. Draußen ist vor der Tür stehen die Kisten für seine Feier. Ist ja egal. Jedenfalls am 28. Dezember 1957 hat der US-amerikanische Pilot Captain James Bowman mit seinem Hubschrauber, einem Hubschrauber der Typ Cessna YH-41, die Höhe von 9076 Meter erreicht und stellt damit einen Weltrekord auf. Jetzt guckst du aber blöd, hä? Das ist aber ja gewaltig hoch. Ja, mit dem Hubschrauber und dann war er oben. Dann und mit an Bord Martin Keimer, der einen Abschlag gemacht hat. Ja. Nee, das war ja 1957 schon. Ach so. Ja. Da war der Keimer noch nicht mal ansatzweise geplant. Nein. Ja. Aber am 28. Dezember, was war noch? Es ist natürlich mal wieder was in die Kinos gekommen, also Kinostart. Und du kennst den Film gar nicht wahrscheinlich. 1995, es war ein James-Bond-Film, das heißt, du bist Spezialist. Ja, welcher war's? Ja, ich dachte, das sagst du mir jetzt. 1995? 95 müsste, ist es schon ein Pierce Brosnan gewesen? Was ist der denn? Hä? Goldeneye. Wieso denn so? Du hast doch der goldene Ehering. Du hast doch gar keinen Ring. Ich habe keinen, aber jeder versteht es außer dir. Fingerei oder was? Goldeneye. Ja. Okay. Naja, Goldeneye ist also auf jeden Fall in die Kinos gekommen. Fand ich damals gut. Ja? Ja, wenn ich ihn heute gucke, finde ich nicht mehr so gut. Aber damals als neuer, das Gute war ja bei Pierce Brosnan, war ja, ich habe ja, kennst du Remington Steel? Ja, ja, daher kenne ich. Siehst du, ich habe Remington Steel gerne geschaut. Ja. Und ich fand ja voll geil, dass Remington Steel jetzt James Bond wird. Verstehst okay, du? Ja. Ich fand auch gut, dass James Bond der Mentor von Highlander war. Und der Vater von Indiana Jones. Ja. Verstehst du? Das fand ich auch gut. So. Ja. Und Remington Steel wurde James Bond, fand ich gut. Deswegen habe ich den Film gerne geguckt. Aber bei Remington Steel, also eigentlich war es ja eine Nulpe. Nee. Der hat ja eigentlich auch nur Glück gehabt. Immer. Nee, ja, egal. Auf jeden Fall war Remington Steel gut. War ja, Lust, die Sendung war gut. So. Und ich es fand gab gut, da dass sowieso viele Serien, die gut waren. Und ja, Dreh mit vier Fäusten. Agentin Sam, mit Herz. Agentin mit Herz, richtig geil. Ja. Jawohl, du hast Ahnung, merke ich gerade. Yeah. Der ist das erste Gebiet, wo du Ahnung hast. Meine und, Zeit. Und Simon und Simon. Ja. Colt Sievers. Ein Colt für alle Fälle. Ja, mein Gott. Die jüngeren Zuschauer werden jetzt wahrscheinlich sagen, was reden die denn da eigentlich? Kennen wir alles gar nicht. Nein. Aber wenn man Jahrgang 1922 ist, kennt man das. So, auf jeden Fall zurück zu Remington Steel. Remington Steel wurde James Bond
fand ich damals gut. Heute, wenn ich es gucke, denke ich mir, nicht so gut. Also, weil es wahrscheinlich einfach bessere gibt. Ja, ja, hat sich entwickelt, aber damals war es eigentlich, Pierce Brosnan war okay. Aber jetzt in der Rücksicht, naja, egal. Okay. Ja, aber 1978, am 28. Dezember, waren in Norddeutschland ganz, ganz, ganz heftige Schneestürme. Ja, die haben da getobt. Und zeitweise waren 150 Orte von der Außenwelt abgeschnitten und 80 Gemeinden ohne Strom. Jetzt kommst du. Nee, weil da war ich noch nicht auf der Welt. Nee, 1978? Nein. Echt nicht? Bist du so ein junger Hüpfer? Mhm. Und da kennst du Agentin mit Herz? Ja. Echt? Krass. Naja, jedenfalls, ich habe das auch nicht bewusst mitbekommen, ist ja klar, ich bin auch nur... Was, Agentin mit Herz? Doch, Agentin mit Herz, aber den Schneesturm, ach so, der war mir relativ latte, weil ich war nicht in Norddeutschland ich war noch nicht alt genug, dass ich das irgendwie... Ach, das war nur in Norddeutschland? Ja, habe ich doch gesagt, in Norddeutschland... Ja, ich höre dir nicht immer zu. Ja, das ist vielleicht ein Fehler. So. Ja, auf jeden Fall, das war am 28. Dezember, jetzt haben wir ganz viel gelernt über den 28. Dezember und wir sehen uns morgen wieder am 29. Dezember und ich freue mich schon, Till und ich sagen... Cheerio, Sophie.